fantastisch, das könnte sich als nützlich erweisen. Gekrakel. Endlich habe ich Gekrakel gefunden, nur das wesentliche Aufzeichnung. In der Patientenliste sind natürlich Schrauben drin. Natürlich, natürlich. Ohne einen Hinweis kann ich das Gekritzel nicht entschlüsseln. Jetzt sind wir wieder hier. Ich raff es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay. Auf jeden Fall haben wir Schrauben. Es ist ja ganz mysteriös. Und die hat er gerade mit dem Fingernagel oder mit dem Fußnagel festgedreht. Womit hat er denn die Schrauben reingedreht, der feine Herr Grey Grey? Wahrscheinlich mit seinem kleinen Penipel. Mit seinem Kreuzschlitzpenipel. So. Ich weiß doch auch nicht. So, wie komme ich denn da jetzt durch? Soll ich da was ölen? Aber einen Schlüssel haben wir auch nicht. Verschlüsseltes Patientenregister, Entschlüsselungsnotiz. Können wir die vielleicht drüberlegen? Ryan, Eldridge, Anthony Page, Michael und Thomas Gray, natürlich in der 13. Thomas de Gray Gray. Wer es extra nochmal irgendwie vorführt. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Und wo finden wir ein Brett? Zu hoch, da brauche ich eine Leiter. Jetzt zieh dir doch mal Bretter aus den Fenstern, Alter, für die Leiter. Du brauchst doch eine Leiter. Wir kommen doch da nicht hoch. Wir brauchen doch da eine Leiter. Ist doch zu hoch. So, hier können wir wirklich gar nichts mehr machen. Das hat uns jetzt echt nicht viel geholfen. Wir haben jetzt zwar Schrauben gekriegt, aber das hat uns genau gar nicht weitergeführt. Das ist ein bisschen enttäuschend. Da fehlen Batterien. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Tür jetzt aufmachen soll. Da steht ja auch nicht, dass man irgendwas braucht oder sonst irgendwas. Da steht... Ich bin so schwach einfach. Ich bin einfach... Ich... Alles ist heruntergekommen. Aber ich muss herausfinden, welches Zimmer Thomas gehörte. Ich muss herausfinden, welches Zimmer Thomas gehörte. Die 13. Wir wissen es doch schon. Ich brauche eine Liste der Patienten. Die haben wir doch schon. Du Blödkopf. So, das nehme ich mit. Minenwagen mit Kristallen. Erinnert mich an einen Fall, in dem ich versteinerte Leute retten musste. Ja, ich kenne den auch noch. Die Stone Queen, von der man nie wieder was gehört hat. Brandon hat die geheiratet, seitdem kam die nie wieder irgendwo vor. Was ist das? Chamäleon. Die alte Gonokokken-Sammlung. Hier kommen wir noch weiter. So ein Brett kann ich doch sicher noch gebrauchen. Hier, guck dir mal das Brett an, für eine Leiter. Ist voll die Sprosse. Das ist unglaublich. Für so einen Fuß vielleicht, so einen Barbie-Fuß. So, jetzt haben wir zwei Bretter, dann kriegen wir die Leiter. Hallo? Wow, ist einfach toll. Hier brauche ich auf jeden Fall einen Hammer. Reicht aber, ne? Die muss er nicht festzurren. Gott sei Dank. Ich dachte gerade, der braucht jetzt noch irgendwelche Ikea-Sachen oder so. Ich brauche eine Liste der Patienten. Du hast doch eine Liste der Patienten. Oh, du alter Kacksack. Ant. Ant, Raldr und bei 13 ist alles dreckig, einfach nur. So, haben wir doch alles jetzt hier. Was will der noch? Lidl. Was? Hier fehlt ein Teil. Ja, ein Gehirn. Da fehlt ein Gehirn, mein Freund. Hier, Lidl. Kann ich nicht bei den anderen? Ich will da auch mal reingucken. So, Patientenliste haben wir. Ja, da fehlt ein Teil. Da fehlt ein ganz großes Teil. Okay, ich würde sagen, wir klettern mal nach oben. Wett? Hä? Hammer. Was? Diadem.
Jetzt läuft die Olli herum und sammelt ein schönes Diadem. Ich bin eine richtige Prinzessin. Ach, da. Wer kommt denn drauf, dass man denkt, oh geil, jetzt sammle ich aber erstmal ein Diadem. Ich wollte in die obere Etage, du Eumel. Was? Schlosskette. Natürlich, natürlich. Ja, wer hat so ein Schloss? Ich will das gar nicht wissen. Hier noch die Schlosskette rein. Schiebe das Ende der Kette in deinen Arsch. So. Durch das Labyrinth und öffne die Tür. Hallo? Da ist Sackgasse. Mist, eine Tür hat kein Schild. Hoffentlich war das Thomas' Zimmer. Ich glaube, so wohnen die Programmierer bei Big Fish Games. Damit müssen die, die haben ständig Rabatte und Angebote, die können die Programmierer nicht mehr bezahlen, so wohnen die. Das ist so eine russische Wohnung, wo das alles programmiert wird. Hier wohnt eine 10-köpfige Familie. So, Chamäleonsammlung. Schön. Geisterstunde. Oh, Alter, ey. Das ist doch einfach nicht wahr. Oh. Das Bett an sich, weißt du, ganz ehrlich, die Szenerie sieht ja echt schon mal cool aus, so gruselig, tralala. Also sieht schon cool aus, ist schon gut gemalt. Aber dann dieses, das ist doch einfach, weißt du, das zieht das Ganze so ins Lächerliche. Das ist einfach, ach. Oh! Was? Und hier wären wir in der Vergangenheit. Und das ist Thomas, wie er seine Pläne schmiedet. Was denn, malt er da jetzt mit grüner Farbe auf die Wand? Ich weiß ja nicht. So, Teddy, nehmen wir mit. Ist bestimmt ein Monster. Naja, das ist Brandons Puppe. Ach, die kennen wir doch noch. Diese Puppe gehört Brandon. Er hat sie einem riesigen schwarzen Hund aus dem Maul gerissen. Diese Puppe hat mir schon viel geholfen. Wir erinnern uns. Ich klicke erstmal alles an, außer den Thomas. Aha. Der Da Vinci-Code. Man sieht es ja. Soll das ein Hinweis auf die Kombination sein? Das ist eine Nation, wo alle nur Kombi fahren. Die Kombination. So, kurioser Krebs. Wieder ein Ultramonster. Bitte nicht gruseln. So, hier haben wir eine Kombination. 8-6. In dieser Schublade versteckt er bestimmt etwas. Ich muss mich nach der Walze umsehen. Was hat ein Frikadeller damit zu tun? Ach, voll die Kombination. Batterie. Sonnebatterie, weißt du? Voll der Okolyt. So eine Taschenlampe und da passt diese Batterie rein. Das ist unglaublich. Okay, super. Sowohl die Glühbirne als auch die Batterie fehlen. Ich habe die Batterie doch gerade... Ich frage gar nicht. Schublade zumachen geht auch nicht. Ja, ja, ein Hinweis auf die Kombination. Ich kann noch nichts anklicken hier. Ich kann noch nicht mal was machen. Soll es ein Hinweis... So, was können wir denn mit Thomas machen? Wir klauen ihm einfach, was? Ein Button. Mosaikkachel. Ja, ich weiß, ich sitze auch mal gerne mit einer Mosaikkachel im Dingens, in der Brusttasche. I spent my best years trapped in this clinic. I know every inch of this place. And I'm ready to escape. All I need now is a few more things. Ich mache ein Let's Play auf YouTube. Das streame ich gerade auf Twitch. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dinge, die ich machen muss, um diese Dinge zu tun, die ich machen werde. Ja, das sind meine finsteren Pläne, die ich spiele, denn ich klinge wie ein echter Oberbösewicht. Mich muss man einfach ernst nehmen. Das ist doch nicht wahr, Alter. Du hast den ersten Hinweis auf Thomas' finsteren Plan entdeckt. Mein finsterer Plan. Das ist doch einfach... Entschuldigung, da muss ich sogar einfach mal mit Ton husten. Das ist einfach
Dies ist eine Liste der Indizien, die du finden musst, um seine Flucht und das Feuer im Sanatorium zu verhindern. Wähle ein Objekt. Oh, ich will gar nicht. Er hat natürlich noch eine Glühbirne in der Hand. Neben seinem finsteren Plan hat er noch eine Glühbirne, weil der Plan so finster war, dass er erstmal Licht machen musste. Das ist einfach ein Traum. Ach Gott, ey, das ist einfach. Es ist doch nicht wahr. Ich habe einmal keine Worte. So, wir müssen Kladderadatsch finden. Es ist ähnlich gut wie Darth Vader, so vom Bösewicht, oder der Imperator. Es ist schön. Einfach schön. Was ich hiermit machen soll, weiß ich nicht. Oh, das ist einfach ein Traum. So, komme ich hier auch wieder raus? Wett. Ohne die Bolzen würde das Schloss mich nicht aufhalten. Ja, aber du hast ja in deiner Erinnerung den Hammer gar nicht mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ohne die Bolzen. Hat er vielleicht auch noch einen Schraubendreher dabei in seiner Hand, bei seinem Masterplan? Ich weiß es gar nicht. Huch! Oh, wir schauen mal Thomas unter die Decke. Ich kann überhaupt nichts sehen. Was ist das denn? Rote Schuppe. Sackläuse wahrscheinlich, der gute Mann. Was? Ja, Wimmelbild, juhu! So, hier erstmal das Foto, ist sehr auffällig, das nehmen wir natürlich mit. Das Portemonnaie auch, Kleiderbügel ist auch sehr auffällig. Der Gürtel auch, das hier nicht, das Schlüsselbund ist sehr auffällig. Okay, hey, hier eine Kassette. Manschettenknöpfe und Münze. Dann die Manschettenknöpfe. Da ist... theoretisch die Münze, ja. Schleife, Feuerzeug, Schirm. Da, Schleife und Schirm. Nein, Feuerzeug, Schirm, Stift, Uhr. Die Uhr habe ich schon gesehen. Der Stift, Feuerzeug und Schirm. Da ist der Schirm und da ist das Feuerzeug. Tut mir leid. Das ging sehr schnell. Blitzschnell, Auszeichnung. Das ging wirklich sehr schnell. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, wir wollen das zusammenspielen hier gerade. Ich mache hier gerade wieder Stream. Ich weiß, wir wollen das zusammenspielen, aber da war ich jetzt einfach... Das ist mir sonst nie passiert. Ich war zu schnell. Das ist mir sonst nie passiert. So, wir haben eine Münze. Kann ich die vielleicht einwerfen in seiner Hand oder in seinen Masterplan? Oder vielleicht... Das sieht aus wie eine riesige Münzhand. Oder so? So vielleicht. Huch. Ach, mit der Münze können wir natürlich die Dinger rausdrehen. Ist eine sehr dünne Münze, wie man sieht. Und jetzt können wir... Wett. Musik ist cool. So sah es hier also aus, bevor das Feuer alles vernichtete. Und sie haben keine Ahnung, was ihnen bevorsteht. Ärzte, Patienten, wie viele von ihnen werden diese Tragödie überstehen? Keiner, denn sie werden alle sterben, bis auf Thomas. So, was haben wir da? Chamäleonsammlung. Ich klicke auf die alte und was geht... Was? Wieso hatten die alte Mosaik im Hinterkopf? Was? Das kommt bei dir aus dem Hinterkopf gefahren. Es ist... Ich hab... Manchmal habe ich einfach keine Kraft mehr dafür. Es ist so... Sieht aus, als hätte da mal was draufgestanden. Figuren vielleicht. Hier sind noch... Da ist auch noch ein Bild. Ein super auffälliges Bild. Nimmt er natürlich nicht mit. Ja, okay. Wir haben hier wieder... Ah, ich sehe schon. Ah. Da hilft nur der passende Schlüssel. Es ist ein Atomarbunker. Vault 13 haben wir hier. Da müssen wir erstmal rein. Da müssen wir die Bunkerbewohner retten. Da brauche ich einen Schlüssel. Natürlich. Können wir den Leuten hier nicht Schlüssel klauen? Oder vielleicht fährt ein Musik aus dem Hinterkopf, ich weiß es nicht. Hä? Das soll da oben das Fenster sein, aber wieso kommt das denn hier aus dem Hinterkopf gefahren? Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir denn? Wir haben einen Schubladengriff. Die kriegen wir auch nicht zu, ne? Halt, da war noch ein Schubladen, aber da können wir nichts machen, glaube ich. Der sitzt da einfach nur, die Zeit ist ja eingefroren, insofern alles gut. Können wir die Taschenlampe vielleicht nochmal mitnehmen? Nein. Die ist für immer hier. Da bei dem Ding ist auch nichts. Alter, hör mal auf mit deinem scheiß Mosaik.
Ich kann hier auch nicht nach links oder rechts. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Hier ist noch eine schwangere Statue. Oh, scheiß Mosaik. Eine schwangere Statue ist da auch noch. Diadem. Rote Schuppe und Schubladengriff. Nun, ich weiß ja nicht so recht. Hiervon kann ich nichts anklicken, ne? Nee. Aber hier oben, das Bild ist so auffällig. Uns fehlt irgendwie alles. Und wir haben nur das... Wir haben nur das Dingens... Also hier in die Tür kommen wir nicht rein, da in die Tür kommen wir nicht rein, da nach oben kommen wir nicht. Uns fehlen irgendwie 1000 Sachen, habe ich das Gefühl. Und wir kriegen ja nichts. Deswegen müssen wir erstmal gucken. Wir müssen hier wahrscheinlich irgendwie weiterkommen erstmal. So im Koffer kriegen wir auch nichts. Hier ist ein hässliches Bild. Da ist eine hässliche Tapete, hässliches Fenster, hässlicher Typ, hässlicher Vorhang, hässliche Blume, hässliches alles. Ist einfach hässlich. Auch voll schön. Ich mag das Eckfenster hier übrigens sehr. Aber ich kann hier auch nichts mehr anklicken. Kannst du zurückgehen? Das ist eine berechtigte Frage. Schlork? Nee, ich weiß es gar nicht. Ich kann die Map, glaube ich, nicht verlassen. Ah, Empfangshalle. Ach so. Na gut, wen haben wir denn da? Toll. Natürlich. Hätte ich ja gleich wissen müssen. Immer erstmal den unteren Bildschirm. Maja, Maja, da kommt Flip. So. Wenn ich einen Knopf finde, kann ich die Tasche öffnen. Da ist offensichtlich was fehlt. Natürlich ein Emblem, das da oben immer mit ist. Ein böses Monsterchen. Heimlicher Hai. Davon hatten wir ja gerade genug. Das ist ein Chamäleon. Da, wo vorher die Heizung war, haben wir jetzt was anderes. Da ist wieder ein Stromkasten oder irgendwas. Was ist das denn hier? Ich sollte sie wieder einsetzen, wenn ich sie finde. Natürlich, natürlich. Ohne ein Werkzeug wird es schwer werden. Die Bolzen sind entfernt. Wir brauchen hier noch irgendwie so eine komische Münze. Ich weiß es nicht. Ah, es geht noch weiter zurück. Fantastisch. Dieser untere Bildschirmrand eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ich hab dich doch gesehen. Hallo? Oh, der Gärtner hat wohl Urlaub. Er hat aber keinen Bock auf diesen Scheiß. Ist doch klar. Okay. Summum Bonum. Okay, ein B brauchen wir hier. Das bedeutet, die größte Gabe der Medizin ist die Gesundheit. Und ein Buchstabe fehlt. Okay, und hier fehlt eine Krone. Diese Statue hatte wohl mal ein Diadem auf dem Kopf. Haben wir denn nicht schon das Diadem fertig? Na siehste mal, da legen wir das Diadem natürlich gleich mal an. I took Louise's purse. She didn't have much, but there's enough here for a palette and some brushes. I took the purse. I took the purse. I took the purse because she had the purse and I took the purse from Louisa. Yes, it was a very... I pursued the purse. It was very... Purse is a word. Purse. Ja. Ich habe sehr großen Respekt vor dem Bösewicht. Wir haben einen Schlüssel, einen Büroschlüssel, eine Türkisblume. Eine Türkisblume. Spring ins Feld. Voll das Monster. Ein Seepferdchen. Oh, ultra böse. Ultra böse. So, sonst haben wir hier nichts. Ich klicke die nochmal ein bisschen an. Wir brauchen noch ein B. Wie Berthold bricht ins Essen. Das B kriegen wir wahrscheinlich hier. Da sind noch zig Buchstaben. Da ist dann mal bestimmt mal ein B dabei. Ich stelle es hier mal an. So, Türkisblume haben wir. 2 von 4 davon mit dem Schlüssel, Büroschlüssel. Chuck. Animation Jones. So, jetzt gehen wir da mal rein. Es ist Dr. Kellogg. Ich streiche ihm ganz sinnlich über seinen Wurstmund. Oh, sinnliches Lippenstreichen.